Ja, jetzt geht es eigentlich vielmehr darüber, was können wir jetzt tun? Die Situation ist, wie sie ist. Die ganze politische Situation hat sich, ist ja im Moment ziemlich dramatisch, auch die wirtschaftlichen Situationen her. Die verantwortlichen Politiker machen das, was die Virologinnen empfehlen, nach bestem Wissen und Gewissen und rüsten sich eigentlich auf eine schwere Pandemie. Und ich meine, niemand will sich vorwerfen lassen, in einem schweren Fall nicht richtig agiert zu haben. Deshalb können wir auch allen verantwortlichen Personen mal Danke aussprechen und sagen, Mann, wirklich in diesem Krisenmanagement so viel wichtige Entscheidungen zu treffen, das hat wirklich eine großartige Achtung. Aber ich sehe auch, dass das Volk das ganz gut annimmt, oder? Die wirtschaftlichen Desaster daraus, unvorstellbar, was da passieren wird. Aber was ist deiner Erachtens jetzt die vorbeugenden, guten Maßnahmen, die jeder Bürger zu Hause für sich eigentlich machen sollte? Also ich stimme mit deiner Aussage überein und finde die Entscheidungen schon in Ordnung. Was ich leider nicht in Ordnung finde, dass die Medien über Maßnahmen, die der einzelne Mann oder Frau oder Kind zu Hause machen könnte, diese Maßnahmen kommen nirgendwo vor, obwohl wir wissen, dass das Immunsystem wichtig ist und das Immunsystem gestärkt werden sollte. Aber wenn ständig nur negative Nachrichten, negative Fallzahlen und die Zahlen schon wieder gestiegen sind, erwähnt wird, das erzeugt Angst. Sehr viele Menschen in meiner Umgebung und auch sonst, mit denen ich kommuniziere, haben einfach Angst bekommen. Und wir wissen aus der Forschung, dass aus der Forschung der Neuropsychoimmunologie, dass Angst schwere Krankheiten erzeugen kann. Also die ganzen Maßnahmen, die getroffen worden sind, wurden leider nicht ganz zu Ende gedacht. Was jeder Einzelne machen kann zu Hause, zum Beispiel Vitamin D in hoher Dosierung nehmen. Vitamin D sollte man jeden Tag zwischen 5 und 8.000 internationale Einheiten einnehmen. Vitamin D allein ist nicht so optimal. Dazu gehört noch ein Vitamin K2. Die beiden zusammen eingenommen in Vitamin K in 100 Mikrogramm Dosis pro Tag ist optimal. Noch dazu, Vitamin C ist ein Antioxidant höchsten Grades. Wenn man Vitamin C in einer Dosierung von 50 bis 200 Milligramm pro Tag pro Körpergewicht einnimmt, dann hat man eine gute Chance, dass die Viren bei uns nichts ausrichten können. Also, wenn ich bin 80 Kilogramm schwer und ich nehme dann 200 Milligramm ein, dann kann man es leicht ausrechnen, dass es 1,6 Gramm, hä? ja, Aber es ist mindestens hochdosiert, hä? 16 Gramm Vitamin C, jeden Vitamin Tag. C. Oh, Ah, okay. das ist eine große Menge. Ja. Es ist bekannt, dass zum Beispiel die Chinesen intravenös Vitamin C verabreicht haben. Und ich möchte gerne hier meiner Kollegin, die zufällig oder absichtlich hier zuschauen und an der Intensivstation arbeiten, dass die mal eine kleine Studie machen mit 10 Patienten, der kein Vitamin C bekommt und 10 Patienten, der Vitamin C bekommen würde. 15 bis 16 Gramm intravenös pro Tag. Ich bin überzeugt, dass dann ein großer Unterschied festgestellt werden kann. Das haben Sie ja im Kino auch gemacht, Ja. gell? Mit diesen hochdosierten Vitamin C. Das hat man überall gelesen, okay, um die freien Radikale zu binden Um die und. freie Radikale zu unterbinden. Also das ist eine Möglichkeit, was sehr wichtig wäre.